So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir wieder bei Minecraft in der Wii U Edition. Und ihr seht es schon, ich habe mein anderes Texture Pack aktiviert. Ja, das ist diesmal das Fantasy Texture Pack, was auch standardmäßig mitgeliefert wird. Und das hatte ich mir einfach mal ausgesucht, weil ich mir dachte, gut, schaust du mal, wie das aussieht. Und ich fand es jetzt eigentlich auch nicht ganz so schlecht, auch empfehlenswert. Deswegen, ja, gucken wir da einfach mal rein. So, ihr habt mir ja geschrieben, einige, ihr wollt gerne mit mir zusammen da irgendwie mal, dass ich bei euch vorbeikomme. Dafür müssten wir natürlich dann in dem Augenblick Freunde sein. Ja. Und neben Freunden auch entsprechend dann, ja, ich sag jetzt mal, zeitlich uns auch da vereinbaren. Weil einfach nur, jopp, ich will, bringt mich da jetzt nicht ganz so weiter. So, jetzt wollte ich das hier ein bisschen ausbauen. Wobei ich gerade am Überlegen bin. Ich glaube, ich mache es sogar ganz anders. Wir wollen ja hier auch ein bisschen was erleben. Deswegen brauche ich das. Nee, aber das könnte ich gebrauchen, ne? Genau, wir nehmen mal die Sachen mit. Und wir machen es jetzt ganz heikel, ganz riskant. Ja? Wer will den die ganze Zeit auch nur aufbauen sehen? Ich meine, aufbauen, das kann jeder selber bei Minecraft. Deswegen, werde ich da jetzt mal das Ganze anders gestalten. Und zwar werden wir jetzt hier durch die Welt reisen, versuchen irgendwas zu erkunden und uns dann so weiter beschäftigen. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, habe ich überhaupt eine Axt noch? Seht ihr, da fängt es nämlich schon an. Mir fehlt eine Axt. Ich könnte jetzt zurückgehen, aber mache ich jetzt mal nicht. Weil ich kann ja Holz auch so abbauen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, kann ich den Holz auch so abbauen? Brauche ich überhaupt Holz, meine ich? Habe ich noch Holz? Ja, ich glaube, hier habe ich noch Holz. Akazienholz. Wunderbar. Also, wir suchen uns jetzt eine Höhle, wo wir Ressourcen sammeln können. Und nehmen halt schon alles mit, um uns dann gegebenenfalls, ja, die ganzen Sachen zu basteln, ja? Weil ich will mir erst eine Basis bauen, wenn ich genügend Diamanten habe, beispielsweise. Ja, und jetzt sieht man ja schon hier, ich habe ja hier doch schon einiges an Material. Zwar jetzt nicht ganz so viel, wie man sich da gerne wünschen würde, aber ja, es geht. What? Hat der Wolf Angst, ins Wasser zu gehen? Flupp, weg ist er. So. Ja, scharf, ich habe dir ein Leben gerettet. Moment, ich höre doch. Ich höre doch da was. Für mich ist das natürlich jetzt hier in dem Augenblick alles Neuland. Weil, auch ganz einfach zu begründen, vielleicht nehme ich auch mir einfach so eine Stadt. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, dann nehme ich mir so eine Stadt. Für mich ist das hier alles Neuland, einfach auch aus dem Grund. Oh, das ist ein Häschen. Ein Häschen. Das Häschen ist schnell. Also nochmal, Neuland, weil ich das Texture Pack nicht kenne. Patch 1.8 ja halt, wie gesagt, draußen ist. Haben wir ja mit dem letzten angefangen. Und ja, was sind das denn da für Ressourcen? Und ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das jetzt hier so aussieht. Es könnte fast Kohle sein, könnte aber auch Eisen sein. Das war Kohle. Also okay, für Kohle eine sehr komische Textur. Aber akzeptieren wir mal so. Sammeln wir mal alles ein. Aber weiter möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen. Oh, hier haben wir eine Höhle. Wo eine Höhle ist, gibt es auch Diamanten. Gerade weil hier auch Licht ist. Lol, Zombies mit Masken. Okay, hier haben wir also Lava. Da mache ich mal aus. Wie gesagt, ich suche Diamanten. Was könnte das da jetzt sein? Das könnte glatt Eisen sein. Nehmen wir einfach mal mit. Sieht aus wie Eisen. Könnte wie Eisen riechen. Schmeckt aber irgendwie nicht so wie Eisen. Ne, gucken wir mal, was ist Eisenerz. Doch, war richtig. Ich wollte gerade sagen, schmeckt aber nicht wie Eisen, aber doch ist Eisenerz. Muss ich ja verteidigen. So, und was haben wir jetzt hier weiter? Das hier ist,
Übrigens. Bump, bump, bump. Gravel beziehungsweise Schotter. Und hier haben wir nochmal ein bisschen Eisen. Ist natürlich toll, dass über uns direkt ein Loch ist. Können die Gegner gleich direkt runterfallen, haben sie gleich direkt Spaß bei der ganzen Sache. So, jetzt gehen wir hier hoch. Und bauen hier alles ab. Wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal so viele Ressourcen wie möglich zu sammeln, bevor ich mich wirklich sesshaft mache. Ja, weil das sesshaft machen, das können wir auch noch später. Wenn ich sesshaft werden möchte, dann brauche ich ein Haus. Ich kann mich auch in einer Höhle erstmal verstecken. So. Und hier bekommen wir natürlich auch genügend Eisenressourcen. Gut. Also, des Weiteren habe ich eure Kommentare natürlich auch gelesen, dass ihr weiterhin nicht daran interessiert seid, obwohl es halt in der einen Folge gesagt wurde, nicht aufgenommen, aber gesagt, dass die Möglichkeit besteht, auch anderes von Minecraft zu bringen. Also in Form von Bed Wars oder so. Aber das wurde nicht gewünscht, deswegen, ja, dachte ich mir, gut, lassen wir das. Ja, wie gesagt, ist ja auch für mich ein gewisser Aufwand mehr. Im aktuell sein, die und die Mods drauf haben und so weiter und so weiter und so fort. Ich brauche echt dringend Essen, ne? Okay, gut, wir machen das jetzt anders. Ich platziere mich jetzt erstmal hier irgendwo hinten in der Ecke. Baue ganz kurz meinen Ofen auf. So. Und in der Zwischenzeit esse ich einen Apfel. Gut, das erste Fleisch ist fertig. Ich muss natürlich dann gleich noch Fleisch sammeln gehen. Zack. Und schön genüsslich reinbeißen. So. Das warten wir auch noch schnell ab. Was habe ich denn hier noch? Kakaobohnen. Brauche ich die wirklich? Na, egal. Was haben wir da? Kartoffel. Die kann ich eigentlich noch pflanzen, ne? Und, na komm. So, packen wir noch ein bisschen Eisen rein. Dass wir uns gegebenenfalls wieder eine Spitzhacke bauen können oder ein Schwert. Beziehungsweise wir könnten uns sogar Rüstung herstellen. Ich lasse jetzt einfach hier mal laufen. Ja, und gucke mich einfach mal hier so ein bisschen um noch. Hier hatte ich ja jetzt eigentlich soweit alles. Ich würde mal interessieren, ob hier unter noch irgendwas ist. Aber es hat nicht den Anschein. Das heißt, dann nehmen wir erstmal hier die 3 Eisen mit. 3. 5. 5 für einen Helm. Ah, verdammt. Okay. Also wir machen jetzt genau so viel, dass es noch reicht. So, dann seht ihr das auch. Also ihr könnt die Kohle schon rausnehmen und dann verbrennt ihr noch den Rest, den ihr noch drin habt. Ihr seht es ja, sind so 2, 3 Stück Eisen. Und danach sind wir dann entsprechend auch vorbereitet, würde ich sagen, ne? Na, komm. Ich muss sagen, bisher das Texture Pack hier gefällt mir besser als das Texture Pack. Finde ich optisch ein bisschen angenehmer, ein bisschen deutlicher zu erkennen, was was ist. Wobei ich jetzt hier noch nicht den Knochenstopp gesehen habe. Na, reicht das noch? Reicht das noch? Ah, den hat er noch bekommen. Ernsthaft? Okay. Ah, gut. So. Ich glaube, die Kohle sollte ich hier noch mitnehmen. Was haben wir da noch? Steinspitzhacke. Ah, das ist auch eine Steinspitzhacke. Okay, gut. Wir haben uns noch keine Eisenspitzhacke gemacht. Dann ist es ja nicht schlimm, wenn die kaputt geht.
Damit kann ich leben. Voll und ganz. Dann können wir jetzt hier einfach uns mal das Ganze hier holen. Ja, du bist Lava. Lava macht Aua mit Berührung. Und wir gehen wieder raus in die Nacht. Und gucken mal, was uns da draußen anlacht. Also erstmal lacht uns hier sehr viel Weiß an, sehr viel Schnee. Und da hinten scheint ein Berg zu sein. Den würde ich mir gerne mal angucken. Oh, böse Spinne, komm. Wunderbar, jedenfalls gab es EP. So, was haben wir denn hier? Oh. Hier haben wir erneut eine Höhle. Und da auch. Ich glaube, ich gehe jetzt hier doch mal runter. Ich wollte zwar hinten zum Berg gehen, aber diese Höhle, die bietet sich geradezu an, erforscht zu werden. Selbst wenn es eigentlich nur ein Untergrundweg ist, na super. So viel dazu. Kann ich mir auch gleich hier den Weg wieder hochschaufeln. Aber ein Eisenschwert, das haben wir. Das ist gut. Ein Eisenschwert zu haben, kann nie verkehrt sein. Hier ist noch eine ominöse Höhle. Okay, es ist... Ah, hier haben wir wieder Eisen. Nachdem ich ja die letzten Eisen total verballert habe in der letzten Folge. Will ich es in dieser Folge besser anstellen. So. Irgendwie fehlt mir eine Fackel. Wo ist meine eine Fackel hin? Das sieht aus wie Kohle, das interessiert mich nicht. Okay, hier haben wir mal wieder etwas ganz Interessantes. So, hier kommen wir ganz normal so runter. So, hier geht's so runter. Ha, genau abgepasst, liebe Leute, genau abgepasst. Und wir kommen wieder eine Etage tiefer. Und finden hier einen Creeper. Oh, verdammt, Axt. Danke. Ich habe gerade hier einen gehört. Ich glaube, der ist hier hinter. Also mache ich mir erstmal jetzt gerade spontan keine Sorgen darum. Ich hoffe einfach mal, dass er nicht so viel Intelligenz hat und jetzt hier gleich auftaucht. Ist natürlich jetzt hier schön dunkel. Schön. Hier sind natürlich wieder massig Gegner. Oh, da unten will ich dann doch hin. Oder das Eisen. Das Eisen, wenn ich das abbaue, das fällt runter. Ich muss jetzt hier also einen normalen Weg runterfinden. Haha. Der war gut, ne? Normalen Weg runter. Was haben wir da? Eine Sackgasse. Badgassen, Sackgassen. Schön. Ja. Okay, dann gehen wir doch hier hoch. Und gucken mal, was wir hier für einen Weg haben. Hier mal einen normalen Weg. Aber auch hier müssen wir erstmal runterkommen. Das heißt, ich muss mich wahrscheinlich runterbauen. Okay, das ist soweit in Ordnung. Er sieht mich nicht und er ignoriert mich. Hoffen wir mal, dass jetzt hier der Zombie mich nicht sieht. Zombie Brains. Er hat mich doch gesehen. Aber davor habe ich keine Angst.
Ich habe keine Angst vor dir, du blöder Zombie. Ich habe Angst vor den Creepern. Okay, hier geht's runter. Ich hoffe irgendwann auf Diamanten. Jetzt habe ich auch schon wieder eine Spinne gehört. Hier haben wir das erste Wasser. Ist es das Wasser, was ich gesucht habe oder nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Nein, aber da ist Lava. The floor ist Lava, ne? Es geht ja meistens... Also es geht ja eigentlich im Regelfall... Oder es gilt im Regelfall, dort wo Lava ist, sind auch Diamanten. Kann ich bisher allgemein nicht ganz so bestätigen... Was ich aber bestätigen kann, ist, ja doch, doch, ich bestätige es mal, ich bestätige es. Wie tief geht denn das hier noch runter? Oh, hi. Muss da irgendwie runterkommen. Da geht's hoch und hier geht's runter. Das heißt, wir nehmen den Weg runter... Und gucken mal, was uns hier erwartet. Hier ist ein normaler Weg nach unten und hier wartet uns nur ja, Kohle. Mhm. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir eine kleine Jump-and-Run-Einlage, wenn ich möchte, aber das möchte ich dann doch nicht. Also hier ist auch nichts. Muss irgendwie nach unten kommen. Da ist wieder genau so ein toller Weg. Das scheint hier so ein riesengroßes Loch zu sein. Ja, ich höre... Aber ich sehe nicht. Das macht mir gerade noch viel mehr Angst. Hier hinter ist Wasser. Ah. Na komm. Na komm. Oh mein Gott, das ist ein Spinnendungeon. Ich habe einen Dungeon gefunden. Na, super. Wow. Wow. So, ich hoffe, das waren jetzt alle Spinnen. Was haben wir hier? Oh, Essen. Was sind das? Namensschilder. Na, die brauche ich jetzt mal nicht, aber Essen nehme ich mit. Schießpulver auch. Goldene Pferderüstung. Mm, die ist natürlich auch schön. Was kann denn jetzt weg? Was brauche ich jetzt mal gerade gar nicht? Die Kakaobohnen brauche ich nicht. Und, verrottetes Fleisch auch nicht. Kies ist jetzt auch nicht gerade so mein Wunschobjekt oder das Objekt der Begierde. An den Pferdesattel, den möchte ich gerne mitnehmen. Und was haben wir hier drin? Ah, Schießpulver. Oh, ein goldener Apfel. Eisen, Eisen. What? Okay, gut, den bauen wir ab. Den Spawner. Immer ein Dungeon gefunden. Mein erster Dungeon in der Wii U-Version. Und dann landen wir hier auch noch in einer Sackgasse. Kurz was essen. Man muss ja auch satt sein, ne? Um die ganzen Gegner hier zu bekämpfen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter hier dem Wasser entlang. Weil jetzt frage ich mich gerade, bin ich hier eigentlich nicht hergekommen? Okay, jetzt habe ich mich doch so ein bisschen verirrt.
Ist aber halb so schlimm. Wir haben ja noch kein festes Zuhause uns ausgesucht, ne? Jetzt gehe ich aber hier gerade wieder nach oben. Ich glaube, Fledermäuse geben nichts. Hier geht es wieder nach unten. Zombies. Danke, die EP nehme ich gerne mit. Okay, unter uns haben wir wieder Gravel bzw. Schutt. Jetzt hüpfen wir wieder hoch und hoch und hoch und hoch. Wir kommen hier wieder an eine Stelle mit Lava. Nee, ernsthaft? Hier ist ein Blob. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin. Ich bin hier jedenfalls in einer Stelle, wo ziemlich viel Eisen ist. Ich glaube, hier würde es sich ganz kurz dann anbieten, mir doch diverse Rüstungsteile herzustellen. Das heißt, dann brauche ich den Ofen hier mal ganz kurz auf. So, packt er das rein. Packt er das rein. Mache mir gleichzeitig noch eine Werkbank. Die packe ich gleich mal daneben. Und dann stelle ich mir erstmal den Eisenhelm her. Und die Schuhe. So, und wollen wir die Schuhe? Da haben wir die Schuhe. Genial. Und jetzt kann ich mir schon die erste Spitzhacke herstellen. Noch besser. Brauche ich jetzt damit die erstmal kaputt. Das letzte bisschen hier Eisen kann man damit noch abbauen. So, und schon ist er kaputt. Aber wir wollen die natürlich hier mit tauschen. Und wollen die nächste natürlich auch noch kaputt bekommen. So, das war, glaube ich, jetzt alles an Eisen, ne? Aber egal. Jawohl. So, da. Eine Brust. Und die Hose noch. Oh, da habe ich gern doch zu wenig. Na komm. So, Energie sieht soweit top aus. Jetzt bin ich gerade echt am Überlegen, ob ich mir hier so einen zentralen Anlaufpunkt mache, aber ich glaube, das wäre zu gefährlich. Was haben wir hier hinter? Einfach hier mal durchbauen. Also hier schon mal nix. Das klingt so, als ob über uns... Ja, wenn ich jetzt die Koordinaten wüsste, könnte ich jetzt sagen, oh, ich bin oberirdisch oder unterirdisch, aber selbst das kann man ja nicht mal mehr genau hundertprozentig sagen. Okay, das sollte eigentlich reichen. Jawoll, es reicht genau, so wie ich es mir gedacht habe. Wunderbar, dann nehmen wir jetzt das so mit. Ach, das verrottete Fleisch kann ich noch wegwerfen. Und jetzt sammelt er es gleich wieder ein. Das war so klar. Dann bauen wir den ganz kurz hier ab. Den Werktisch. Und können jetzt... So. Na komm.
das abbauen und zip. Was hat er eigentlich? Ah, er hat den Werkbank eingesammelt. Das ist gut. So, jetzt sind. Jetzt sind wir schon mal hier ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Das ist hier. Das sieht noch etwas aus. Hier könnte ich mitarbeiten. Wenn eigentlich noch das Skelett wäre. Das Skelett, das wird definitiv um mich schießen. Wenn es mich sieht. Deswegen renne ich mal ganz kurz hier lang. Versuche hier schnell abzuhauen. So, was haben wir hier? Also jetzt wünschte ich mir so einen Helm, so der meinen Weg beleuchten würde. Weil dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. In der nächsten Folge werden wir uns einig sein. Da finde ich 100%ig mehr. Und ich sage, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.